Ein hier. Und siehe da, da sind wir wieder. Moin Moin und herzlich willkommen, hier ist Tembo67. Hallo Fischer, auch schon hier. Hallöchen, grüß dich. Heute ist mal ein bisschen Minecraft-Stream. Wollen wir mal gucken, was der Kaminchen macht. Mit dem wir mal ein bisschen umbauen müssen. Weil ja letztens etwas Holz abgegangen ist. So, und ich muss mich gleich wieder um Ton kümmern, ne? Mach das. Ich nehme diesen Bruchstein hier mal raus. Vielleicht liegt es am Bruchstein, man weiß es ja nicht. Und wir setzen da jetzt gemeißelten Dingbums drauf, den wir gerade nicht dabei haben. Super. Beim letzten Mal haben wir angefangen, unseren das Dach zu bauen, ne? Richtig, das Dach zu bauen. Meine Güte, war das schwer. Das Dach haben wir gebaut. Ja, deswegen muss ich mich jetzt wieder auf die Trümpfe machen, auf die ungewaschenen und Tonkräften. Ich wundere mich schon, was hier so komisch riecht. Das sind die Strümpfe. So. Hey. Ich habe meinen ganzen Dinger hier raus. Und jetzt holen wir uns erstmal das Material, was wir brauchen. So, schnell hier rein. Und den 59er Stapel müsste reichen. So. Hätte ja wohl noch nicht reichen mit Ziegeln, ne? Doch, Ziegeln kann ich denke mal, nö. Nee, ich denke mal auch nicht. Müssen wir hier erstmal ein bisschen hier umbauen. Vielleicht liegt er in den Steinziegeln. Juhu! Jetzt springt hier so was. Ja, in Minecraft scheint wenigstens die Sonne, was man hier im realen Leben nicht sagen kann, ne? Naja. Oh, ich bin hungrig, stell ich gerade. So. Lecker. Ich habe sehr viele schöne Sachen in der Küche. Kann alles gegessen werden. Jo, machen wir auch. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen gebaut werden. So, jetzt haben wir den hier auch hier wieder. Zack. Das machen wir auch so. Und dann zünden wir das Ganze schon mal wieder an. Wie, es fackelt wieder irgendwas ab hier, ey. Das gibt's ja wohl nicht. So. Gucken wir mal. Gehen wir nochmal. Ups, verkehrt rumgegangen. Jetzt gehen wir nochmal so ganz rum. So, der Kamin brennt. Und wenn es halt irgendwie doch nicht so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Müssen wir Kamin außer Betrieb nehmen oder ich muss die ganze Front nachher hier umbauen. Ach ja, es ist ja nun mal nicht leicht. So, und dann haben wir beim letzten Mal, hatten wir hier einen kleinen Baufehler. Weil das ist abgeteilt. Ach ja. Ach ja, Gottchen, nee. Alles nicht so einfach hier. Jawohl.
So. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, ob hier ja nichts abfackelt. Weil das wäre ja total schade. Ja, das wäre wirklich schade, das stimmt. So wird alles gut, hier ist nichts weg. Ist hier was weg? Nein, bisher auch nicht. Gut. Gehen wir nochmal hier ganz hier runter. Das ist ja. Das ist so Stein. Hüpf. Selber machen wir hier auch noch weg. Jetzt brauchen wir ein bisschen Erde. Jetzt müssen wir ein bisschen hier hochbauen. So. Okay, das geht auch so nicht. Da fängt das Ganze auch so an zu brennen. Ich finde das äußerst cool. Warum brennt das? Wieso geht das mit dem Kaminchen so nicht? Oh, das finde ich äußerst uncool. Wie lösen wir das Ganze hier? Funktioniert so noch nicht. Schade, 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 schade. Jetzt überlegen, wie wir das Ganze mit dem Schornstein jetzt hinkriegen. Weil das Holz geht komischerweise nicht weg. Nur das andere Holz. Wollen wir uns immer gleich schlafen legen, oder? Ja, können wir machen. Mal liegen wir das mit dem Kaminchen machen. Gehen wir schon mal schlafen. Ja, ich komm. Ach, Betten sind ja eine Etage höher. Schwupps. Und nehmen das Bettchen. Verkehrtes Fensterchen. Jetzt müssen wir nur mal kurz mal gucken. Mit dem Haus. Wie das da noch mal geht. Das brennt da leider so ab. Das finde ich doof. Ach, ist schon wieder Tag, okay. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das jetzt hier wieder mache. Ah, wie machen wir das, damit das Ding nicht abfackelt? Ich verstehe auch gar nicht, warum das da abfackelt. Das verstehe ich gar nicht.
Autsch. Nee, mit dem. Ich stelle fleißig Ziegelsteintreppen her. Mach das. Mach das. Stufen habe ich einmal 64, einmal 63. Da brauchst du ja nicht ganz so viele von, ne? Hauptsächlich brauche ich Treppen. Ja, da bin ich kräftig dran. Wie sieht's mit Holz aus? Holz habe ich erstmal. Also keine Eichenhölzchen? Nee, erstmal nicht. Wir müssen. Aber ein Kamin, das gefällt mir noch nicht so richtig. Und kann ich mit dem Hölzchen so hinkriegen. Ja, es ist immer so eine Sache mit Hölzchen, ne? Ich doch wieder nach unten gehen. Gar nicht mal so einfach. Geht's denn raus? Da geht's raus. Mann, ich bin im Moment. Muss ich ganz nach oben hoch oder wie jetzt? Haben wir heute keinen Zuschauer? Nö, bisher nicht. Auch keine Abendessenzeit. Also sind noch Ferienzeit. Ja, doch hier richtig. Irgendwie sehe ich das nicht richtig. Habe ich keinen Block mehr davon. Ey, ich kriege aber die Kratzer. Im Scheinsmoment fehlt das Material. Das gibt's ja wohl nicht. Ja. Aber einen ganz schön massiven Kamin wollte ich eigentlich gar nicht so haben. Das sieht aber ganz gut aus. So können wir es vielleicht lassen. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr brennen. Sag ich mal. Thank you.
Doch, hier hinkommen. Hier ist die Treppe. Hier kann man gar nicht reinbauen. Okay. Einmal jetzt hier rundlaufen. Ups, hier ist ein Loch. Das müssen wir mal stopfen. Und flop. Den nehmen wir auch nochmal raus zur Sicherheit. Weiß ich ja nicht. Ja. Nur so zur Sicherheit. So. Okay. Das hier gemacht. So, okay. So, ich mache jede Menge Ziegeltreppen. Jo. Warte, Flup. Kurz aufs Plänchen gucken. Wie das so geht, nicht? Das Gefühl, das habe ich, es ist hier ein bisschen verkehrt gebaut. Ich glaube, es wird schon wieder Abend, ne? Wird schon wieder Abend, na toll. Ja, dann lass uns mal wieder ins Bettchen gehen hier. Irgendwie sieht das Ganze hier so merkwürdig aus. Das, irgendwie passt das hier nicht. Och, Mann, ey. Das gerade mit dem Dach nicht so hin, ey. Das Dach ist gerade sowas von kompliziert. Ach, Mann. Welche anderen Bilderchen? Oh. So, komm, Bettchen. Warum ist wieder Nacht? Ja. Ach. Wo geht's jetzt runter? Ach, hier. Ach, das ist aber wie anstrengend heute. Na gut, ganz schön in die Koje hauen. Flop. Bin im Bett. Wie schaffst du das immer so schnell? Keine Abkürzung. Okay, weiter geht's. Ach, wie schön die Sonne hier in Minecraft scheint. Ja,
von draußen ausschaut. Das sieht doch gar nicht so aus, wie es aussehen soll, oder? Das sieht doch gar nicht so aus, wie es aussehen soll. Partout nicht. Na, ist ein Baufehler drin? Ich guck gerade mal. Hallöchen. Hallöchen. Das sieht doch sogar schon mal ganz gut aus eigentlich. Okay. Was war hier? Irgendwas sieht ja da trotzdem merkwürdig aus. Na sicherlich. Ist auch sowas von. Wie konnte ich das denn nur so bauen? Ich Blödmann. Weg, weg, weg. Oh, Mann, ey. Haben wir alle grauen Steine nochmal weg, die es hier so gibt? Alle verkehrt gesetzt. Weil die müssen doch ganz anders gesetzt werden. Oh, Mann. Das ist eine. Ein Holz war hier auch verkehrt, der da. Oh. Ganz schnell hier Material einsammeln. Hallo Miezekatzen. Schnell Material einsammeln. So. Wenn wir. Oh, hier nochmal so eine Holzstufe. Die Holzstufen kommen so. Die kommen so hin dann wahrscheinlich. Ich muss nochmal kurz auf den Plan gucken, Freunde. Entschuldigung. So wie ich das sehe, sind wir nicht so dran gesetzt. Okay. Dann gehen wir es wieder rein und bauen weiter. So. Jetzt kann schon wieder nach oben hoch. Unser Kaminchen brennt, das ist schön. So. Dieses scheiß Dach aber auch.
zu weit gekrochen. Wieder zu weit. Kann ich dir irgendwie noch behilflich sein? Gerade dabei das Dach hier irgendwie hinzuferkeln. Ja. Muss noch Ziegelsteine machen, ne? Ja. Ich hab da gerade so ein saublödes Gefühl. Steine alle verkehrt sind. Ich weiß es aber noch nicht. Hauptsache, ich falle jetzt hier nicht runter. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle, so eine Kacke. Ich komme mit dem Dach nicht klar. Ich komme mit dem Dach nicht klar, Freunde. Fragt mich nicht warum, aber ich komme damit nicht klar. Mit dem Dach. Ich muss mal kurz mal. Kurz mal rausgehen und mal das in der Map mal angucken. Es ist ja nicht so einfach. Wenn dort so ein Haus nachbauen will. Genau, die sind alle so gebaut. Die Kante geht so rein. Die Kante geht dann so rum, okay? Fahren wir hier mal rum. Das geht dann so rum. Oh. Oh, ich habe das Gefühl, dass wir das heute mal ganz oft wechseln müssen. Ich sammle mal die verlorenen Steine ein und pack's in eine Truhe, ja? Jo, danke. Die sind nämlich alle verkehrt gesetzt hier. Da kommen gleich noch mehr, was gleich runterfällt. Ja. Kommen wir mal raus, ja? Bei den Pferden kommt ganz viel. Ich sammle das alles ein, damit wir das gleich wieder parat haben und pack's wieder in eine Truhe, ja? Jo. Ist das hier? Ich stell dir vor, wir hätten dieses Häuschen in echt. Ja, wär nicht schlecht. Wenn ein Schritt zu weit ist, dann geht's schon wieder nicht.
Und der geht hier auch schon wieder nicht. Keine Ahnung warum. Den müssen wir unten auch wegnehmen. Ich weiß nicht, ob diese ganzen Steine so richtig gesetzt sind. Ich weiß es nicht. Also das Dach ist echt eine Herausforderung. Alles andere, das ging ja so wunderbar. Ohne Probleme. Aber das Dach. Liebe Freunde, das hat es in sich. Das hat es in sich, ne? Ja. Ja. Ich sehe natürlich nicht, wie das von da draußen aussieht. Was von da? Wollen wir Bubu machen? Ist schon wieder Nacht. Ich bin im Bettchen. Wir haben gerade so einen kleinen Fehlstream, sehe ich gerade. Da müssen wir kurz mal was ändern. Heute mal am 30. ne? Jawohl. Ändern, dann passt das. So. So. Wie? Ist noch gar nicht Tag. Wo bin ich denn wach? Ich habe mal Kuschelstein mit im Bettchen. Ich denke, du kuschelst hier mit deiner Frau, nicht mit Steinchen. Ja, so ein Steinchen muss auch mal sein. Ach, Mann. Wie ist das jetzt von unten so zu sehen, die Ecke? Wie sieht das jetzt von unten aus? Von unten sieht das Ganze so aus. Okay. Wie sieht das hier auf meinem Plan aus? Das sieht doch ganz anders aus. Ich muss dort jetzt so zwei Steine reinsetzen. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das mache, aber probieren wir mal. Jetzt müssen wir uns Stück für Stück uns davon kämpfen. Wenn wir die erste Ecke fertig haben, einmal ringsrum, dann wissen wir in etwa, wie wir bauen müssen. Wir machen das mal anders. Nehmen den das mal weg. Wir bauen da jetzt immer so ein Stück Erde kurz rein. An die Erde machen wir unseren Dingsbums. Genau. Die Erde nehmen wir jetzt da raus. Jetzt setzen wir das so hin. Jetzt können wir kurz mal gucken, ob das so aussieht wie auf dem Bild. Ich bin da ja mal gespannt. Hallo Miezekatzen.
Sieht das jetzt oben so aus wie auf dem Bild? Ah ja, so ähnlich. Zwar nicht ganz, aber es sieht so ähnlich aus. Ja, also ganz genau muss es ja nicht sein, aber... Okay, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie dieser bauen muss. Dann nehmen wir das nächste jetzt vor. So. Jetzt gehen wir hier nach oben. Die Ecke haben wir. Jetzt müssen wir diese Ecke machen. Das heißt, hier nehmen wir den hier wieder raus. Der fällt dort runter. Ganz schön mühselig, du, und zu kräften hier. Ah, du schaffst das. Du bist gut. Ja? Ich habe auch wieder kräftig für Nachschub gesorgt. Ja, ist doch schön. So, mal gucken, wie das jetzt so geworden da ist. Nicht müssen wir uns ein Gerüst bauen. Dann hilft es halt nichts. Mau, mau, ja, ich mau, mau auch. Ich habe jede Menge Ton wieder gefunden hier. Ja, es ist doch schön. Okay. Joy, es wird ja lustig werden. Ja. Ach, du schaffst das doch. Du bist doch klasse. Du bist doch gut. Ja, komm auch eine Suppe, ich weiß. Kannst du mich denn verstehen? Klar, deutlich. Haben wir hier noch ein bisschen Erde irgendwo? Muss doch mal so ein bisschen Gerüst bauen gleich. Heißt nämlich, hier kommt so einer hin. Da kommt auch so einer hin. Auf den kommt dann wieder so einer. Auf den kommt... auch dann wieder so einer hin. Aber es nimmt doch gut Form an unser Häuschen. Und der Schornstein raucht so schön. Mhm. Jetzt nehmen wir kurz den nochmal weg. Nehmen den nochmal weg. Weil wir ihn ganz einfach ransetzen. So. Den setzen wir so dran. So, genau. Dann kommt hier auch wieder so einer drauf. Diesen Giebel erstmal hier. Oh, Freunde, es ist gar nicht mal so einfach. Aber glaube ich, so langsam kommen wir dahinter, wie es geht. Einfach nur irgendwie was hinkriegen. Normale Ziegelsteine brauche ich auch noch, stelle ich gerade fest. Ich will einfach ein bisschen was holen noch an Materialien hier. Wie meinst du normal? Einfach nur Ziegel oder? Ja, einfach nur Ziegel, genau. Kannst du mal bitte gucken, welche du brauchst hier? Guck bei mir mal kurz. Die roten, die Ziegelsteine, als Block.
Als Block brauchst du die Ziegelsteine. Auch als Block, ja. So ein paar brauche ich davon. Jetzt habe ich die ganze Mauer schon weggerissen. Scheiße. Okay. Dann gehe ich nochmal kurz runter. Blum. So wie so ein Bruchsteinklotz, ne? Ja, aus dem du die Treppen baust. Ja, habe ich 14 Stück, reicht das oder ein bisschen mehr? Das wird nicht reichen, aber die nehme ich schon mal mit. Das holst du mir schon mal raus, das brauchen wir nicht. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Die brauche ich nicht. Ich brauche die noch. Mach und noch dann brauchen wir noch ein bisschen Erde. So. Gehe ich jetzt wieder nach oben hoch. Sind wieder welche da? Supi. Muss ich doch noch ein bisschen Ton kräften hier. Das ist dann so, genau. Kann ich den hier auch wieder wegnehmen erstmal? Ach. Super. Der kommt da so hin. Da so hin. Oh. Ist aber ganz schön gefährlich hier. Den brauchen wir erstmal nicht. Den brauchen wir. Den setzen wir so hin. Jawohl. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das gefällt mir schon mal. Sehr gut. Und den setzen wir ganz kalt und schnäuzäugig da so hin. Sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir schon mal. Sehr, sehr, sehr gut. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen hier. Wenn ihr so hochkommt. Sehr schön. Der kommt dann wieder so hin. Der kommt dann wieder so hin. Kurz auf den Plan gucken. Okay. Dann kommt der wieder so hin. Ups. Der kommt so hin. Genau. Der kommt so hin und der kommt so hin. Da kommt jetzt so einer drauf, polierter Diorit. So, ich habe 13 Ziegelsteine. Reicht das oder noch mehr? Das müsste erstmal reichen. Aber Treppen brauchst du noch mehrere, ne? So, das haben wir hier schon mal soweit fertig, denke ich mal. Oben
sind solche Stufen drauf. Okay. Ach ja. Es ist schon wieder Nacht. Sehe ich gerade. Ist das ätzend. Upsa. Ich leg mich ins Bettchen. Ich komme auch gleich. Lass nur kurz was gucken. Ja, die Ziegel. Oh, mal gucken, wie viel wir brauchen. Oh Gottchen, ins Bettchen. Okay, ganz schön ins Bettchen. Und plumps. Wird Zeit, dass das Dach fertig ist. Dann müssen wir gucken, wo wir das Schlafzimmer einrichten wollen. Auf jeden Fall. Dann können wir gucken, ob wir das Dach heute fertig kriegen. So, dann gehe ich aber wieder nach hier oben hoch. Kennst du denn noch die freundlichen Nachbarn hier? Ja, die kenne ich noch. Wo habe ich jetzt die... Sag mal, habe ich die Dinger nicht eingepackt? Oh, nee, doch. Ich wollte schon sagen, Freunde. Ach, wie aufmerksam. So. Jetzt müssen wir nur schon vorsichtig sein. Weil unser Haus wird immer höher und immer höher. Dieser Stein ist da zu viel, sehe ich gerade. Da kommt er wieder raus. Da gehört er gar nicht rein. Oder? Ich muss da mal aufs Bild gucken, Freunde. Die haben da irgendwas Weißes reingepackt. Okay. Aber da ist doch eigentlich der Dachbalken. Wie mache ich das? Dann setze ich den Weißen da rein, ist doch egal. Und hier setze ich jetzt nochmal diesen Dachbalken rein. Zack. Und das wird dann so. Dann mache ich das Ganze hier auch gleich. Ziegelsteintreppen weiter hier. Tack, tack. Da kommt wieder ein weißer Diore da rein. Okay. Halt, der Stein war da verkehrt. Der ist aber sowas von verkehrt. Dieser Stein wurde auch gerade total verkehrt gesetzt. Verkehrter geht schon fast gar nicht mehr. Da muss ich mich so hin. Und da kommt nämlich jetzt wieder so ein Ziegelstein wieder rein. Gut, manche einer, der wird sich sagen, oh, wieso wollen wir aus Ziegelsteinen? Kann man aus Holz bauen? Ja. Aber Holz brennt, wenn der Blitz einschlägt. Und zweitens finde ich diesen roten Ziegelstein sowas von schön. Da will ich den auch haben. So, jetzt geht's wieder weiter. Ist der richtig gesetzt? Jawohl. Kommen wir da oben. Hier einen polierten Diorit reinsetzen. Mal gucken. Ah, kann man da hochspringen? Jawohl. Hammer. Da ist jetzt ein polierter Diorit drin. Dran. Sowohl als ob.
Und da komme ich jetzt wieder so eine Ziegelsteinstufe rein. Ja. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird richtig gut. Oh, toll. Ja, ich habe verkehrt gesetzt. Das mal so machen. Machen wir so. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg hier. Jetzt ein zurück. So. Der ist da total verkehrt. Und da oben setzen wir jetzt nochmal so einen Querbalken rein. Fürs Dach. Genau. So, mal gucken, wie weit das geht. So, jetzt geht's hier wieder weiter. Geht dann so hin. Das geht so hin. Genau. Das ist ein Kampf. Und ihr wisst gar nicht. Oh, der ist verkehrt gesetzt. Wieder weg. Das geht mich dann so hin. So hin. So hin. Und so hin. Und so hin und so hin. Puh. Oh, das ist geil. Ich weiß nicht, wie mühsam das hier ist hier. Im ganzen Diegel. Ach nee, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Mit 2x64 Ziegeltreppen kommst du auch nicht weit. Nee. Ich brauche Unmengen an Material. Ja, ist alles in Arbeit, alles in Arbeit. Nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler mache mit dem Dach. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Diese zweite Steinreihe, ob das so passt. Ich muss da nochmal kurz auf den Plan gucken. Ziegelsteine als Block brauchst du nicht mehr, ne? Doch, brauche ich auch noch. Sind wieder welche da. Das ist doch schön. Das ist so genauso gebaut. Okay, na gut. Ui, toll. Das heißt, da wo der Durchgang ist, ist das Ganze wahrscheinlich wieder genauso? Das heißt, dann werde ich diese Sachen kurz wieder abbauen. Dem kommt hier ein ganzer Block. Hölzchen hast du noch genug? Hölzchen? Hölzchen habe ich gerade noch genug, ja, danke. Nicht, dass dir die Hölzchen ausgehen, ne? Ich
Das geht so rum, dann geht das da so drauf. Oh. Ach, das wird schon wieder Abend hier. Ich fasse es nicht. Ja, soll vorkommen. Ist schon lange nicht mehr gelascht hier in Minecraft. Das wird bestimmt noch regnen, keine Panik. Das kommt dann nochmal weg. Auch weg. Der kommt auch nochmal weg. So, da kommt jetzt erstmal nochmal kurz ein Stück Erde rein. Das Gefühl, ich werde heute noch vom Haus runterfallen hier. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie habe ich schon was ein saublödes Gefühl. Gucken, wie es von unten ausschaut. Und mal wieder schlafen legen, wenn es wieder Tag wird. Ja. Liegst du schon im Bettchen? Ja, bin schon im Bettchen, ja. Das ist alles so. So. Also, wir wollen gucken, wie das von unten ausschaut. Ah, ja. Wie schön hier die Sonne scheint in Minecraft. Ja. Schöneres Wetter, als wir draußen haben. Hä? Ein schöneres Wetter, als wir draußen haben im Original. Ja, im Original kannst du wohl vergessen, ne? Material wieder einsammeln. Tuk, 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 tuk. Ja, so sieht es genau richtig aus, wie es aussehen soll. Das muss ich bei anderen nachher auch nochmal machen. Die Verzierungen machen. Ach, ja. Machen wir mal so Schritt für Schritt, machen wir jetzt immer so einen kleinen Giebel. Und wenn wir das Grundgerüst nachher haben, einmal ringsherum, dann können wir ruckzuck bauen, solange wir jedenfalls Material haben. Wenn wir kein Material mehr haben, ja gut, dann haben wir ein Problem. Oder haben wir kein Material mehr? Das kommt wieder weg. Und der kommt weg. So. Jetzt mal gucken. Da kommt jetzt ein ganzer Stein drauf. Da kommt jetzt so ein ganzer Stein drauf. Auch bemooste Steinziegel. Das ist doch schön. Das ist schön bemoost. So, jetzt brauche ich hier so ein. Der kommt so drauf. Und der kommt wieder so drauf. Der kommt so drauf. Der kommt so drauf. Jetzt brauchen wir erstmal hier wieder so ein bisschen Erde als Gestütze.
So, es kommt das Ganze so. Dann kommt da wieder ein Ganzer wieder drauf. Okay. Ein Ganzer. Dann kommt hier wieder sowas drauf. Und sowas drauf. Das Bild nach unten ziehen. Ja, sieht gut aus. Mal ein bisschen Hölzchen erstmal holen. Ein bisschen Hölzchen holen. Haben wir noch Hölzchen? Müssen wir gucken, wenn ich kräftig noch ein paar Hölzchen. Was brauchst du denn für Hölzchen? Eichenholz. Eichenhölzchen bringe ich dir mit. Ich eile mit Hölzchen. Ja, ein bisschen was habe ich jetzt erstmal wieder. Ja, aber du hast nicht mehr viele Hölzchen. Hast du gesagt. Also bringe ich Hölzchen mit. Bring nur Hölzchen mit, klar. Wir haben draußen noch so viele Hölzchen, du. Kannst für Hölzchen kaum gucken. Autsch. Jetzt haben wir diesen Giebel hier auch wieder. Ist auch schon genau. Den bauen wir aber etwas anders. Nicht so original, wie es dort drin steht. Da kommt jetzt eine Fensterscheibe wieder rein. Schön. Hammer. Da ist eine Fensterscheibe drin. Supi. So. Das sind hier noch 4, 5. Okay. Kriegen wir das so hin? Können wir hinkriegen. Ist er denn da so hin? Ich habe Angst, dass ich hier runterfall. Wenn ich runterfall, bin ich garantiert tot. Mal was gucken. Die ganzen Ränder sind in diesen Steinen gemacht. Okay.
ist das auch schon mal nicht verkehrt. Wenn ich mich dann so setze. Müsste es ja eigentlich ganz gut klappen. So, hier haben wir ein Problem, da kommen wir nicht rum. Okay, dann gehen wir erstmal nach unten runter. Wolle hier, ein paar Sachen hier. Ich habe Blumen hier, ich habe noch Blumen. Warum habe ich noch Blumen hier? Packen wir erstmal raus, die Blumen brauchen wir nicht. So. Gehen wir mal diesen ganzen Block. Werkbank. Und gib mir die auch nochmal hier. So. Jetzt gehen wir nach draußen. Ich glaube, mit dem Kamin haben wir jetzt gewonnen. Hoffe ich doch. So, jetzt gucke ich, was mein Ton macht. Super. Das kommt ja so hin. Jetzt müssen wir es eigentlich von oben machen können. Gehen wir mal dran. Kann es sein, dass schon wieder Tag wird, Nacht wird? Ist das ätzend. So. Wie ich hier geguckt habe, kommt das Ganze dort so hin. Toll. Verkehrt. Reichen 30 Ziegelsteine oder brauchst du noch mehr? Als Block. Könnte vielleicht reichen. Kann ich dir das hinterher sagen, wenn ich soweit fertig gebaut habe? Vorher leider nicht. Ich packe mal. 3 Stück dazu. So, jetzt mache ich wieder gefährliche Arbeiten. Eins wieder zu weit.
Das war ein ganz doofes Gefühl. Tut der kleine Finger weh? Komm, den letzten, setz den letzten noch. Mal kurz auf den Plan gucken. Das ist innen hier außer gemacht, ne? Ah, dieser große Giebel. Jawohl, der ist außer gemacht. Okay. Das ist so. Das ist so. Da kommt dann ein ganzer Stein auf. Auch ein ganzer Stein auf. Dann kommt hier wieder ein Hölzchen hin. Ja, Hölzchen bringe ich gleich sofort. Da kommt ein Hölzchen hin, da kommt ein Hölzchen hin und da kommt ein Hölzchen hin. Meine Fresse, da haben wir sowas eingehandelt. Weißt du das? Ja, oh, wir haben aufdringliche Nachbarn. Da muss ich mich erstmal drum kümmern, ja? Mach das so. Jetzt brauchen wir hier erstmal das hier raus. Das auch raus. Hier kommt ein so ein Diorit hier rein. Das kommt hier erstmal so weg. Ich glaube, das ist hier nicht ganz so richtig. Oder war das richtig? Das ist das, das ist das. Genau. Das war nämlich nicht richtig. Hier kommt nämlich jetzt eine ganze Reihe Fluppi rein hier. So. So muss das in etwa irgendwie hinkommen, denke ich mir mal. Soll ich mir hier noch ein bisschen Licht machen hier oben? So. Hier oben wäre auch schön für ein Schlafzimmer hier oben so ein bisschen. Rausgucken, wir haben Blumen davor. Wir sehen den Weg.
Okay. So, ich lade wieder ein paar Hölzchen ab, ja. Mach das. Das kommt dann so hin. Und wieder so hin, genau. Hier sind Eichenhölzchen. Schön. Reicht das 33 Hölzchen oder noch ein paar Hölzchen mehr? Das könnte erstmal reichen, hoffe ich jedenfalls. Wobei ich es natürlich nicht versprechen kann. Wieso komme ich da keinen Stein mehr drauf? Weil da die Stufe fehlt. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh, doch nicht dahin, du blödes Ding. So. Jetzt fällt der Block natürlich nach unten runter. Ich weiß zwar nicht, was ihr jetzt macht, aber... Ich gehe mal kurz hier rein und muss ganz schön mal für kleine Königstiger. Och, wie schön sie laufen. Oh, bin wieder da. So, hier kann mir ja nichts passieren. So, haben wir einen bisschen polierten Diorit irgendwo. Soll ich Diorit mitbringen? Ich gucke mal, nur welchen haben. Aber ich denke, unter Umständen könnte der da reichen. Wenn wir Pech haben, natürlich nicht. Wenn nicht, hole ich noch welchen, ja? Da habe ich keinen mehr. Da sind noch 64 Stück drin, sehr gut. Brauchst du erstmal nicht, denke ich mal. Könnte reichen. Widme ich mich meinem Ton wieder, ja? Mach das. Das sieht doch so gar nicht mal so verkehrt aus. Das sieht gut aus. Das hat was. Und hier die Verzierung anbringen, müssen wir diese beiden Sachen doch auch mal ändern. Das kriegen wir aber hin. Oh, das ist mühselig, Ton zu finden. Ja, ich weiß. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich anderes Material auch nochmal mitnehmen? Ich komm, pass in die Tür. Ja, was machen wir denn da mit dir?
So. Ab nach oben. Oh, da ist jemand müde. Das Tablet muss noch geladen werden, ne? Welches Tablet? Ja, das kleine. Mhm. Muss ich mal gucken. Was ist denn noch? Oh, das wird wohl reichen für heute. Das reicht für heute. Denke ich mir mal. So. Jetzt haben wir nochmal 64 davon. Tack, tack, tack. So. Machen wir hier nochmal ein Fackelchen ran. Da auch ein Fackelchen. Da auch ein Fackelchen. Wenn ich das alles richtig gemacht habe, so sieht es jedenfalls derzeit gerade aus, dann ist das alles richtig so. So, wie geht's jetzt hier weiter? Haben wir noch Hölzchen? Wir haben noch Hölzchen. Geht das jetzt so weiter? Und ja. Ja. Wieder kurz überlegen. Es ist ja schließlich ja nicht so einfach, ne? Nee. Weil einfach kann ja jeder. Genau. Gehen wir hier kurz hier oben hoch. Jetzt machen wir das gleiche Spielchen wie hier jetzt. Wie vorhin auch. Wie vorhin auch. Oh, sag mal. Oh, ist das mühselig. Das gibt's ja gar nicht hier. Ist doch putzig. Kurz was gucken. Wir beginnen so, die großen Giebel beginnen so. Okay. Dann sehe ich das jetzt auch. Na, kommst du jetzt auf einen grünen Zweig? Ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß es zwar noch nicht, aber ich weiß auch noch nicht, was ich hier mache, aber ich komme gut voran. Das zählt ja, ne? Passt das denn so? Ach ja. Ein bisschen größer machen das Bild. Ja, das sieht ganz gut aus soweit. Sehr gut. Das passt. Könnte ich ja gleich da wieder so einen draufsetzen. Oh, Mama Margarinas. Ja, nicht runterfallen. Wenn man hier runterfällt, kommt kein Postbote mehr. Und das wird auch schade, wenn hier kein Postbote mehr kommt.
Wenn man kriegt, kann man nicht runterfallen. Das ist ganz gut. So. Ja, nimm doch bitte mal ein Glas, das Knacken ist, hörst du bis sonst wohin. Ja, mach ich. Verkehrt. So. So, so. Nee, doch, war doch richtig. Und so. So, so. Hier kommt jetzt wieder sowas da. Oh, ey. Nee, halt verkehrt. Da kommt sowas hin. Ein Steinziegel kommt da hin. Und hier kommt jetzt ein Ziegelsteinblock rein. Genau. Weil der kommt auch da rein. Oh. Ziegelsteinblock geht. So, auch nochmal weiter. Ja. Okay. Kommen wir so jetzt nicht mehr weiter. Gut. Miau, 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 miau. Irgendwie sieht das alles so merkwürdig aus. Ich hab Schiss. Jetzt muss ich hier einmal um den Schornstein rumlaufen. Ich bin rumgelaufen. Jetzt ist nichts passiert. Wir brauchen, glaube ich, noch ganz viel Ton und sowas. Ja, da bin ich die ganze Zeit da dran, du. Da brauchen wir ganz viel von. Ja, immer noch bin ich da dran. Was meinst du, wie viel ich schon habe hier? Da geht so viel drauf. Ich hab noch zwei Stacks wie Ziegeltreppen. Da kommst du aber nicht weit mit, ne? Nee, also ein Tropf auf dem hohlen Stein. Brauchst du auch noch Ziegelsteine, diese Klötze? Ja, brauche ich auch noch ein paar. Ich kräfte schon kräftig hier für dich. Super.
Ah, es ist schon wieder Nacht. Wollen wir uns mal schlafen legen? Ich bin gerade mitten auf dem Dach. Kuckuck. Kuckuck, komm, schlafen. Gleich. Die Sache ist schnell fertig bauen. Toll, jetzt gehen wir das Holz auch noch aus. Das meinst du, wollen wir hier unser Schlafzimmer reinbauen dann so? Ja, gerne. Ich glaube, den Schornstein muss ich dann auch noch ein bisschen vergrößern. Ach ja. In dem Bett. Wo bist du denn? Ich bin schon im Bettchen. Ich komme. Du musst ja wieder kräftig arbeiten für dich, dass du weitermachen kannst, weißt du? Jupp. Komm, kuschel dich in meinen Arm und dann schlafen wir. Okay. Nur, aber kurz in Nacht. Ja, dann mal ein bisschen. Hölzchen. Gut, Hölzchen haben wir auch schon mal wieder. Brauchst du noch ein paar Hölzchen? Ich brauche immer Hölzchen, wenn es danach geht. Eichenhölzchen, ne? Ja. Packen wir mal ein paar Sachen schon mal wieder ein, was man so brauchen kann. Und dann gehe ich wieder nach oben hoch. Ah, noch mehr Ton, ach du heilige Scheiße. Also, da muss ich auch mal ein bisschen weiter weglaufen, ne? Wegen ja, Ton. Mach das. Überall, wo Wässerchen sind, ne? Ja. Da müssen wir auch noch ein bisschen weiter hochbauen nachher. Okay. Ich bin erstmal unterwegs, ne? Okay. Komm da mit Hölzchen und Ton wieder. Okay. Ja, Hölzchen sind alle. Ach du heilige Scheiße. Hölzchen sind alle im Moment. Dann komme ich nochmal zurück. Und Kräfte bei Hölzchen für dich, ja? Mhm. Soll ich hier oben schon mal ein Gästezimmer einrichten oder sowas? Kannst du gerne machen. Beziehungsweise zwei. Der Gang in der Mitte bleibt so. Kann man was hinstellen. Gute Idee. Mache ich mal. So. Ja, das ist doof. Hier ist der Zugang zu unserem Schlafzimmer. Wie machen wir den denn dann? Den machen wir hier auch so zu. Die Jurik ist auch schon wieder alle. Ja. Achso, hier war ich doch richtig. Oh, komm.
Gucken, haben wir noch weißen Diorit? Auch nicht mehr, wa? Kann ich dir auch noch mitbringen. Wenn wir euch auch selber mal. Ich komme jetzt. Bei Holz haben wir ja auch nicht mehr. Holz habe ich schon wieder da. Ja, ich hole jetzt selber auch mal ein bisschen Diorit. Und zwar weit entfernt. Wenn ihr nicht so genau vor der Haustür buddelt. Da gehe ich doch mal ins Dörfchen. Da gibt es doch ganz viel Diorit. Kann man sich mal holen. Ich kümmere mich um Holz, ne? Die Berge hier in der Gegend sollen so bleiben, die will ich nicht abbauen. Oh, Holz könnte ich auch nochmal mitnehmen, was hier so ist. Holz brauchst du nicht, ich kümmere mich um Holz hier, ja? Ich mache selber Holz hier auch noch, keine Panik. Wir werden auch genug Holz brauchen. Wie gesagt, lass die ganz großen Eichen stehen, sonst haben wir eine Baumkrone und nichts da unter mehr, ne? Ja, mache ich. Haben wir hier ein Gepäck hier, ne? Haben wir noch Platz hier? Platz haben wir gar nicht, ja, ist egal. Geh ich jetzt schnell ins Dorf. Ich weiß nicht, die Gegend dort, oh, das ganze Gelände müssen wir auch noch einebnen. Na, das wird auch noch lustig werden. Da werden Schaufeln drauf gehen. Diese tiefen Löcher hier mal rausgehen, weißt du? Mhm. Wie gesagt, mit dem Dach wären wir heute fertig? Nö, wieder nicht. Dann brauchen wir bestimmt noch 3 Folgen, bis wir das Dach fertig haben. So, jetzt kommen wir erstmal hier runter. Hütte irgendwo schön Baummaterialien? Nein. Da fahren wir eine Endertruhe, die brauchen wir aber auch nicht. Okay. Können wir wieder rausgehen. Geh ich jetzt hier in die Mine. In die Schlucht besser gesagt. Hallo! Kleine Tierchen. Erstmal Diorit abbauen, weil den brauchen wir. Den verlieren wir uns gleich wieder. So. Ich glaube, diese Ader an Diorit ist dann erst einmal wieder fertig. Blub, blub, blub. Gibt es irgendwo noch Diorit? Ohne groß irgendwo runter zu fallen.
noch die heute. Schön. Mein die heute. Oh, die freundlichen Nachbarn schon wieder. Also herzlich begrüßen. Sind die gekommen? Auch von hier sind die gekommen. So, wir haben jetzt wieder 51. Ich habe schon wieder Ölzchen gefarmt hier. Das ist so schön. Habe ich 56. Muss ich noch 8 Stück haben. Noch 8 brauche ich. Los, hoch da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voll nur 2. Ja, jetzt brauche ich noch 2 von denen. Ich habe Eisen gefunden. Oh. Und total viel Eisen. Das nehme ich mal mit. Was hältst du denn davon? Ja, warum nicht? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Weil ich scheiß Bruchstein in der Hand habe. Okay. So, ich komme. Bestimmt gerade Nacht, oder? Ja. Habe ich 128 Diorit erstmal wieder. Bist du im Bettchen oder wo bist du? Nee, dann nicht. Du bist ja auch noch nicht zu Hause. Wenn ich haue mich hier im Gästehaus mich hin und haue mich da auch in eine Koje. Ja, können wir auch gleich machen. Dann komme ich gleich nach Hause gelaufen. Ich bin im Bettchen. Ich komme und gehe jetzt auch im Bett. Ach ja. Ich liege auch im Bett. Schön, dann müsste es ja gleich vorbei sein. Jawohl, super. Okay, dann komme ich jetzt wieder zurück. So. Ganz schnell jetzt nach Hause laufen. Ich habe ganz viel Material dabei. Dieses Material müssen wir jetzt loswerden. Die lernen beim Häuser bauen. Ja, die Fleisch hier mitnehmen. So, bin auf dem Heimweg. Hölzchen sind wieder da. Ja, ich habe mir auch schon welche mitgenommen. Ja. Ich
Sturz werde ich mal von der Schaft gehen wegen Ton wieder, ja? Mach das, pass auf dich auf, ne? Mach ich. Zwischenzeit. Guck mal, wo hier wir was pflanzen können. So, Schild beiseite. Das brauchen wir erstmal nicht. So, und schnell nach Hause. Was? Das läuft hier so ein Wolf durch die Gegend. Was hat denn der? Der Wolf will unser Schäfchen fressen. Ich habe einen Wolf getötet. Wäre ja auch doof, hätte ihn ja auch zähmen können. Ist egal. Sorry, Wolf. Keine Absicht. Da ist ein Creeper. Nur ein toter Creeper ist ein guter Creeper. So, wie sieht das hier alles hier so aus? So aus der Ferne. Ja, sieht klasse aus. Herrlich. Gefällt mir. Ein paar Verzierungen müssen wir noch machen, dann passt das. Cool. Boah. Also von der Grundfläche her ist dieses Haus kleiner als unser altes, aber irgendwie haben wir mehr Platz. Wenn wir mehr Platz drin haben, habe ich das Gefühl. Und schöner. Ja. Auch ich bin wieder fündig geworden mit Ton. Stimmt, siehst du, ich wollte doch das Eisen rüberbringen zum Schmelzen. Eisen drin. Ach ja. So, dann gehen wir wieder nach oben hoch. Und gucken mal. Genau, das machen wir ein bisschen anders. Das machen wir hier nämlich jetzt so. Das brauchen wir hier jetzt zu. Die Gänge machen wir nämlich jetzt von hier. Genau. Sind die Zugänge? So, zack. Ne, da wollte ich es doch machen. Ne, stimmt. Ja. Die ganzen müssen raus. Ach, ich bin schon wieder verwirrt. Bin schon wieder verwirrt. Und dann setzen wir hier. Ne, sieht auch kacke aus. Wie war die jetzt gerade vorgehabt? Okay, die nehmen wir jetzt hier wieder raus. Dann machen wir das Ganze so. So machen wir das. Und haben wir Eichenholz? Treppen haben wir, sehr gut. Ich habe Eichenholztreppen. Das ist sehr gut. Und ich habe aber keine Türen. Ich habe keine Türen dabei. Ach, ich habe keine Türen dabei. Ich finde das jetzt aber ein bisschen gemein und ätzend. Davon habe ich auch kein Material mehr. Okay. Zuerst die Türen. Ah, es ist etwas verwirrend gerade, liebe Freunde. Ah, ja. Und wieder nach oben hoch. Diese Fichtenholztüren finde ich noch am schönsten. Die haben noch was.
gehen wir jetzt hier rein, so, zack. So, die Inneneinrichtung machen wir ja auch noch alles richtig schön. Wenn das Dach komplett alles fertig ist, machen wir hier die Inneneinrichtung. Das wird dann hier richtig klasse werden, das weiß ich jetzt schon. Das ist von so einem weißen rein. Und da auch. So. Genau, hier wollte ich einen Balken reinziehen. Meine Güte, aber auch. Das wird der Zugang. Zum Schlafzimmer. Hier können wir dann rumgehen. Genau. Genau, so bauen wir das. So gefällt mir das. So, jetzt gehen wir hier rein. Und an die Tür rein. Super. Hier setzen wir auch so einen weißen Stein rein. Zack. Dann sieht das alles gut aus. Supi. Komm schon wieder mit Ton. Und Hölzchen. Das ist doch schön. Der letzte Stein haut hier nicht hin. Toll. Super, wir verkehrt gesetzt. So. Das kann dann unser Schlafzimmer werden hier. Hier könnten wir auch mal ein paar Pfosten hinsetzen. Bis zur Stufe 4, genau. Schon dann Schornsteine hier noch ein bisschen erhöhen. So. Okay. Wenn das unser Schlafzimmer werden soll, sieht das gut aus. Wenn ich, müssen wir mal gemeinsam auf Suche gehen. Nach was? Nach, Na, ja, du weißt schon. Nach Ton. Ich hab schon jede Menge wieder im Gepäck. Okay. Das ist mein Part. Okay. Ach ja. So. Jetzt wird auf der Etage auch wieder die Zwischendecken ein. Welch schöner ist das? So. Die Ecke ist zu. Wir machen hier auch nochmal ein Lichteleinchen irgendwo hin erstmal. Irgendwo, wo wir wollen, wo es passt. Vielleicht hier so neben der Tür.
Da passt es ganz gut. Hier auch. Oh, wir stünden da. So wird dann das schöne Dach hier weitergebaut. So. Hölzchen brauchst du jede Menge, ne? Hölzchen brauche ich auch noch, ja. Und einen schönen Ausblick auf den Berg. Das ist doch schön, die zwei. Dann haben wir zwei Gästezimmer hier oben, das ist doch schön. Hier kann man rausblicken. Das wird richtig klasse hier. Hier haben wir unser Zimmerchen. Der Kamin qualmt und raucht. Das ist sehr schön. Meine Hölzchen sind schon wieder alle. Sind wieder neue da, können sich geholt werden. Ist das anstrengend. So, das heißt, an den Rändern, wenn ich das richtig gesehen habe, toll. Nicht verkehrt gesetzt. Dieses Geschleiche hier immer, ne? Von diesen Creepern. Ach, da kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Ich habe eben gerade einen Wolf wieder gezähmt. Das ist doch schön. So ein Wölfchen. Ja, ich werde noch ein paar machen. Wir haben doch schon so viele Wölfchen. Das hört man. Ja. Rübsi im Brauereifährt. Mann, der ist mir so ausgerutscht. Soll mal vorkommen, ne? Genau, das geht dann so hier. Okay. Irgendwas hat da gerade Bumm gemacht, kann das sein? Ja, ein Creeper. Also ein bildschönes Monster. Allein wie es läuft. Ich habe Angst, dass ich hier gleich runterfalle. Du dai. Was ja. Das ist dann so.
Genau. Und er ist dann wieder so. Denke ich mal. Hoffe ich doch. Müssen wir erstmal mal kurz auf die Karte gucken. Das ist ja die Karte noch. Ich brauche jetzt mal die, Zwischenkarte hier. Was haben wir denn da? Da sieht man auch nicht allzu viel. Ja, wenn es wichtig wird. Von der ganzen Sache so viele Bilderchen gemacht. Und dann passt es trotzdem nicht. Kamin wird auf jeden Fall auch deutlich höher. Okay. Wir bauen weiter hier. Ein gerader Klotz, zwei gerader Klotz und dann geht es schräg nach oben hoch. Okay. Na gut. Dann wollen wir mal gucken. Was macht die Katze hier oben? Hallo, Sir Thomas. Was machst du denn hier? Kommst du hier oben hoch? Du hast bestimmt einen Creeper gejagt, ne? Hast du gut gemacht. Komm, jetzt setz dich da mal hin. Ist sicherer für dich. Auch wieder so. Hüpferler. Kleinen Moment. Den Plan gucken. Okay, dort ist das nicht so. Okay. Wir müssen den hier wieder wegnehmen. Spitzhacke nehmen. Weil besser. Wir müssen den wegnehmen. Und da müssen wir nämlich dann solche Steinchen hinpacken. Dann passt das auch wieder. Machst du denn schon wieder? Ich gehe jetzt auf die Suche nach Ton und Hölzchen. Okay. Du und deine Hölzchen, ne? Ich denke, du brauchst Hölzchen. Ja, brauche ich auch. Na siehste. Und ich hab mich halt nur mal auf Hölzchen spezialisiert, ne? Ne, halt, hier kommt das gar nicht so hin. Hier kommt doch gar kein Ziegelstein hin. Das sieht man hier doch gar nicht. Ich sah einfach hier mit Ton und Hölzchen und ach du heilige Scheiße. Wann ist ein Scheißer heilig? Heute was verpasst? Ich habe schon wieder gar keine Hölzchen mehr.
In der Truhe müssten noch Hölzchen drinne sein. Ich habe mich jetzt so um Hölzchen gekümmert, ja, ne? Ich kann hier auch mal in der Zwischendecke hier kurz reinziehen. Ist alles kein Problem. Toll, super. Ganz großes Kino. Haben wir denn Zuschauer bei uns auf dem Stream? Ich habe gerade ein anderes Bild davor, sehe ich gerade nicht. Kann ich dir leider gerade nicht sagen. Hier machen wir einen Zaun drum, dann machen wir auch einen Zaun drum. Ach ja. So. Ich glaube, ich hole jetzt mal wieder Hölzchen. Du sagtest, Hölzchen sind da? Hölzchen habe ich in der Truhe. Sei denn, du hast jetzt alle schon verballert. Bin gerade auf der Suche nach Ton. Jo, du kannst ja mal einen Ton angeben, ne? Auch ein bisschen mit Erfolg. Das ist doch schön. Den Bruchstein wollte ich gerade überhaupt nicht. Den kann ich mal hier rauspacken. Dann kann ich jetzt das Buchenholz mitnehmen und hier mal sowas machen. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir es mal hier ein bisschen was mit Hölzchen wieder. So. So, jetzt guck mal hier das Quergebälk wieder rein. Ich überlege, wie oft wir unser erstes Haus, nee, unser zweites Haus ist es ja eigentlich gewesen, umgebaut haben, bis wir das haben wollten. Und jetzt machen wir ganz was Neues wieder. Wir sind schon merkwürdig. Aber wir wollen es auch schön haben, nicht wahr? Ja. So. Uff. Was hast du denn? Ja, ich weiß nicht, dass das hier. Ich bin gerade dabei, dass wir sogar zwei Dachgeschosse reinkriegen, wie es ausschaut. Könnt ihr hier vor auch noch was Graues? Ja, ich setze hier auch so weiße Steine lang. Das sieht schön aus. Jetzt mache ich einfach. Hast du noch Hölzchen? Ja, habe ich noch. Jetzt kommen jetzt die nächsten Hölzchen, ja? Ja, Hölzchen habe ich dir also noch mehr als genug. Aber trotzdem danke. Das machen wir so. Weil Diorit haben wir in der Nachbarschaft. Können wir ganz viel noch besorgen. Brauchst du noch Diorit? Ja, hole ich mir dann. Danke. Toll. Tolle Wurst.
So. Habe ich noch eine Tür? Ich habe sogar noch eine Tür. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Hallo, Sir Thomas. Ah, ich sag's ja. Verkehrt gesetzt. Die setzen wir mal so hin. Klack. Klack. Den müssen wir wieder rausnehmen. Und da setzen wir so einen schönen Block. Na, guck doch mal. Das Haupthaus, das Dach, es wird. Tolles Dorf. So, was habe ich jetzt noch hier an Ziegelstein? Nee, halt, das ist genau verkehrt. Ah, du musst ja wieder weg. Los, mach weg. Wir haben hier... Kommt sowas rein. Nee, gar nicht. Verkehrt. Das war doch richtig. Oh Mann. Ups, ich bin in unser Schlafzimmer reingefallen. Ist doch schlimm. Bin ich mal hier runtergefallen. Ich muss gleich mal ein paar Zäunchen bauen. Oder haben wir noch Zäunchen? So ein paar. Musst du gucken. So, ich muss mal kurz hier Hölzchen wieder draufsetzen, weil ich die blöderweise die Hölzchen gerade weggebaut habe. Weil ich verkehrt gebaut habe. Toll, super, verkehrt gesetzt. Wieder verkehrt gesetzt. Och, Menno. Wie soll ich den denn da denn setzen? Ich geb's bald auf. Nein, nicht die Stufen, diese Stufen. So. Jetzt bin ich hier natürlich voll runtergeplumpst. Oh. Muss mich jetzt da gleich wieder hocharbeiten. Oh, wir haben schon 9:30. Ja. Mir ist es egal, wie lange wir noch machen. Jederzeit aufhören. Zack, haben wir. So, wir brauchen jetzt die Stufen nicht. Wir brauchen solche Stufen jetzt.
Super. Das habe ich mir hier verbaut. Muss hier aber irgendwie hier wieder ganz schnell wieder rüberkommen hier. Weil diese Ecke soll doch lang gehen. Verkehrt gebaut. Oh, hier kommt doch ein ganzer Ziegelstein drauf. Ist hier richtig sehe. Ja. Kommt ein ganzer Ziegelstein drauf. Oh, jetzt tappt sich schon hier auf dem zweiten Dach schon drauf rum. Jetzt find's wieder witzig, ne? Wenn ich da wieder Plumps mache, ne? Ist das Gejammer bestimmt wieder groß. Ich geht ne Hexe, pfui! Was hast du denn? Eine Hexe und die lacht auch noch so schäbig hier. So, jetzt muss ich hier auch erstmal wieder einen Zwischenboden reinbauen. Was haben wir jetzt hier für alles? Das bleibt offen. Wieder verkehrt gebaut. Das kommt doch da raus. Kommt doch ein Balken rein. Müssen wir den Schornstein noch erhöhen. Das ist viel schlimmer. So. Ich hätte hier irgendwo mal so einen Aufgang bauen sollen, glaube ich, ja? Dass jemand nach oben kommt. So, boah, haben wir das auch schon eine ganze Menge geschafft, irgendwie ist ein Eindruck, oder? Ja, auf jeden Fall. Hölzchen brauche ich. Nee, Hölzchen haben wir noch, das ist gut. Birkenhölzchen könnte ich gebrauchen. Eichenzäune, die klaue ich mir mal. Birkenhölzchen wären toll. Ja, dann kümmere ich mich mal um Birkenhölzchen. Bringst noch welche mit her? Mach das. Ich war eh unterwegs ein bisschen. So. Zack. Hammer. Wow. Autsch, jetzt renne ich hier gegen Balken. So weit ist es schon. Machen wir mal zu. Die machen wir auch zu. Wir können hier eine Glowstone-Lampe mal reinbauen, anstatt einer Fackel. Was hältst du davon? Ja, Glowstone-Lampe habe ich da. Ist da. So schön Mitte hier. Brauchst du viel Birkenhölzchen, oder? Ja, so ein bisschen was bräuchte ich bitte, ja. Ach, jetzt weiß ich, Leitern wollte ich mitbringen. Leitern. Zum Dachboden eine Leiter oder eine kleine Holztreppe? Eine kleine Holztreppe. Okay.
Dann brauche ich Birkenhölzchen. Ja, dann bringe ich alles mit hier. Okay. Bauen wir so. Das gefällt mir. Will das hier oben unser Schlafzimmer werden, ja? Ja. Wollen wir ein Dreierbett bauen? Richtig großes, breites? Zum Wohlfühlen? Ja, so ein Dreierbett kannst du da nicht mitbauen in Minecraft. So auch drei Betten nebeneinander. Kann man bauen. Ja, probier mal. Dann klaue ich schon mal die Betten von dort unten. Die haben auch Lagerräume, kann ich mal reinpacken, weil ich erstmal nicht so unbedingt hier gerade mal so brauche. Eine Schaufel brauche ich ja gerade mal nicht. Eichenholzstufen brauche ich nicht. Und ein paar Türen. Ja, ich habe die Stufen, packen wir mal dahin, so. Wolltest du doch hier oben das Schlafzimmer haben, oder nicht? Ja, gerne. Ein richtig breites Bettchen. Eins muss ich nochmal bauen. Weiß ich nicht, musst du gucken. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, kannst du nicht sagen. Ich dachte, du wüsstest das. Nee. Ich hab 63 hellgraue Wolle, das müsste reichen, ne? Ah, sicherlich, das reicht. Zack. Oh, mein Holz. Ich hab doch gerade Holz gemacht. Wo ist mein Holz hin? Da ist es doch, meine Güte, gar nicht gesehen. So weit ist es schon wieder. Nehme ich meinen Chat weg. So. Aber heute ist ein bisschen tote Hose im Chat, ne? Oh ja. Dann mache ich zwei kleine Truhen daneben, oder? Ja, würde ich sagen. Birkenhölzchen hast, sag Bescheid bitte, ja? Ja, das mache ich. Ja,
bin noch ein bisschen auf Achse. Ich habe das Bettchen zum Fenster gestellt, oder ist das verkehrt, oder soll ich es woanders hinbauen? Nee, ist so gut zum Fenster. Ja, komm mal hoch, wo bist du denn gerade überhaupt? Ich komme gleich wieder zurück, ja? Okay. Ich lasse es erstmal so. Wenn nicht, bauen wir es nochmal um. Ja. Jetzt kann ich gerade auch gar nichts mehr groß weiterbauen, habe ich das Gefühl. Weil ich jetzt einfach nicht weiterkomme. Ich muss jetzt wie von oben wieder weiterbauen. Und da habe ich jetzt Leitern. Stimmt, ich wollte eine Leiter mitnehmen. Ja. Na ja, gut, okay. Irgendwas mal Leitern. Gib mir mal einen Stapel mal mit hier. Ach nee, du wolltest ja keine Leiter haben. Du wolltest ja kleine Holztreppen haben, ne? Ich muss trotzdem erstmal irgendwo eine Leiter hinbauen, damit ich wieder nach oben komme erstmal. Sonst wird das nix, weißt du? Ja. Ich muss erstmal ein paar Wässerchen abklappern wegen Ton noch. Mach das. Ich bolze oben erstmal weiter. Ich habe auch schon Birkenhölzchen im Gepäck. Das ist doch schön. Muss ich mal ganz schön raus. Geh mal gucken, wie das von draußen ausschaut. Ein sehr, sehr schönes Haus, das gefällt mir. Ja, das müssten wir mal im echten Leben haben, ne? Das könnte ich mal versuchen, aus Lego nachzubauen. Brauche ich natürlich sehr, sehr viele tolle Steine. Ja, als wäre mal ein Mammutprojekt. Das schöne ist, Minecraft und Lego kann man wunderbar kombinieren, das passt hervorragend. Ja, da können wir mit meinem Lego Minecraft muss ich auch mal wieder ein bisschen weitermachen hier. Jetzt haben wir ja ein bisschen verrottetes das Fleisch hier erstmal ein. So, hier müssen wir noch ganz viel noch anpassen an Gelände und sowas. So, muss ich mal kurz auf den Plan gucken nochmal. Das ist ja tierisch. Wir haben ein Klotz, zwei Klotz und dann geht's ganz normal. Ein Klotz, zwei Klotz und ganz normal. Bis wo die Balken sind und dann... Unten drunter auch. Wollen wir mal gucken. Gehen wir mal wieder rein. Ach, halt die Klappe da draußen. Kinder mich nicht an. Ach, ist das mühselig, Ton zu wimmen. Willst du lieber Dach bauen? Nee, ich werde schon fündig, glaub mal. Aber im Überlebensmodus zu spielen macht viel mehr Spaß wie im Kreativmodus, weißt du das? Na sowieso. Den Fluss können wir nachher noch weiter ausbauen. Und wir haben ja noch ganz viel hier zu tun für unser Zuhause, weißt du das? Ja. Auch ich bin wieder fündig geworden. Das ist doch wunderprächtig. Meine Güte, es wird doch hoch, das Haus.
glaube, ich muss mal gucken, ob ich ein Zauberbuch habe mit Fehlerfall. Falls ich hier mal runter gammeln sollte. Weißt du? Mhm. Ich baue nämlich gerade hier diesen Giebel. Ich habe ja so eine Angst. Dass ich hier bald runterfallen werde. Was ist denn I? Ein Feuerchen habe ich da gerade gesehen. I. Jetzt brauche ich diesen Giebel hier gerade. Ach du Scheiße. Mir ist ja sowas von schlecht. Uah. Das Dach kriegen wir heute noch nicht fertig. Da beißt der Maus dort keinen Faden ab. Und der ist dort verkehrt gesetzt. Super. Toll, bin ich hier oben, habe keinen passenden Stein mehr. Super. Oh ja, gut. Ich spring halt hier runter, was soll's denn? Toll. Verkehrt gesetzt. Ah, Mann. Schleichen. 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 Zu viel geschlichen. Dieses Haus ist echt eine Herausforderung. Im Überlebensmodus zu bauen. Das wird verkehrt gesetzt, das Ding. Oh, Mamma mia, muchachos. Jo, die Ecke haben wir auch. Gott sei Dank. Oh, ich habe jede Menge Ton mit im Gepäck. Das ist doch super. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Diorit wieder. Ne, halt, der kommt da wieder raus. Kommt da raus. So kommt das Ganze. Genau. Eichenholztüren habe ich hier noch gefunden im Zollhaus. Soll ich die mitbringen? Haben wir genug von. Trotzdem danke. So, noch ein bisschen Diorit jetzt hier. Ja, ein bisschen hier. Soll ja keiner oben reingucken ins Schlafzimmer? Nee. Gar keinen Fall. Der muss hier wieder raus. Da fällt man durch. Miau.
So. Wie lange wollen wir denn noch machen? Auch ein bisschen können wir doch noch, okay, oder? Okay. Oh, Viertelstunde können wir doch noch machen. Okay. Ja, ich frage auch noch. Ich weiß ja nicht, wie lange kannst du denn noch? Ich kann noch. Och, was nach Pennen geht. Sag mal, bis 9:45 machen wir noch, ja? Okay, machen wir noch ein bisschen. Aber trotzdem werden wir das Dach nicht fertig kriegen, aber das Dach sieht klasse aus, das gefällt mir. Das gefällt mir nämlich richtig gut. Autsch. Habe ich hier die Reihe verkehrt gesetzt? 1, 2. Sieht so gut aus. Jetzt zum Haupthaus. Machen wir auch noch ein bisschen Lichterleinchen mal an die Türen ran. Achso, hier war ich ja hängen geblieben. So. Hölzchen. Habe ich irgendwo noch Zäunchen? Da habe ich noch Eichenholzzäun. Sehr gut. Ich hatte doch irgendwo Glowstone gehabt. Da. Mal gucken, wie hell das Wurf ist. Ach, halt. Birkenhölzchen. Wo sind Birkenhölzchen? Kommen jetzt. Ach, das hätte schon gebracht. Oh, diese Schlampe. Oh, Birkenhölzchen, komme ich nicht weiter. Ich dachte, er hätte schon längst gebracht. Und hast du die ganze Zeit gemacht? Ich war die ganze Zeit und hab noch Tonkräfte. Ich komme jetzt. Wo bist du denn überhaupt? Ganz in der Nähe, ich komme jetzt gleich. Okay.
einfach so hier. Mal weiter das Dach aufzubauen. Du sollst ja nicht Bumm machen, du sollst Hölzchen bringen. Ich bring nur schon Hölzchen, bin ja direkt vor der Haustür. Weil so ein Haus im Kreativmodus zu bauen ist einfach, ist kein Problem. Man kann fliegen, man kommt überall hin. Aber es ist ja langweilig. Aber das im Überlebensmodus aufzubauen, das ist eine Herausforderung. Erster Kajüte. So, 37 Birkenhölzchen habe ich schon mitgebracht. Schön. So viel brauche ich zwar nicht, aber ist ja egal, haben wir was da. Vielleicht kommt du mal zur Birkenhölzchen, Haie, nimm sie auch mit. Was meinen Sie, das habe ich extra so viel gemacht, jetzt nimm deine Hölzchen, was soll denn der Popanz hier? So viele Hölzchen, also. Freu dich mal über meine Hölzchen. Bei Tageslicht muss ich erstmal handeln gehen, wieder Geld verdienen gehen, ja? Mhm. Oh, die sind aber auch aufdringlich, diese Nachbarn, meine Güte. Ein Großteil vom Dach habe ich auch schon wieder fällig. Ist das denn nicht toll? Ich sehe schon, Begeisterung hält sich in Grenzen. So, das Schlafzimmer ist gleich eingedeckt. Cool, das sieht schon mal klasse aus. Jetzt machen wir ein bisschen Diorit hier nochmal. Darauf packen. Den darauf packen. Jetzt habe ich keine Steinziegelstufen mehr. Ey, ich krieg hier Leute die Krise, Freunde. Ihr verarscht mich doch. Jetzt ganz feucht lang gehen, wo geht's runter am besten? Dass man da so halbwegs noch hochkommt. Genau, machen wir so. Und wir müssen den Kamin mal höher bauen. Wir müssen den Kaminchen höher bauen. Ungemein. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Sind in der Truhe immer noch? Sehr gut.
Brauchst du auch wieder Ziegelstufen oder diese Treppen? Ja, Ziegeltreppen sind nicht verkehrt. Brauchst noch jede Menge, ne? Ja. Wie sieht das mit Ziegelstein aus? Reicht dir das erstmal? Muss ich gucken. Ich baue jetzt erstmal mal so eine Glowstone-Lampe da oben ein. Mal gucken, wie die überhaupt dann wirkt, weißt du? Jetzt muss ich mal wieder hier hochgehen. Ach, Mann. Ich wollte auch Schornsteine bauen. Oh, Mann. Ach, jetzt machen wir halt mal hier erstmal. Zack. Mal gucken, kriegen wir da einen Zaun dran. Jetzt haben wir da einen Glowstone. Der glüht ja. Wenn wir da jetzt noch so ein paar schöne, warte mal. Aua, ich renne dagegen. Du kannst die Lampe ja mal angucken, ob das so gut aussieht. Ja, ich komme sofort. Ein paar Bücherregale müssen wir dann noch bauen. Und ganz viel müssen wir noch bauen. Ich mal ein Bücherregal gleich mal herstellen. Wenn du möchtest. Das geht mal weg. Flop. So, wo ist denn das Schlafzimmer? Wo bist du denn gerade? Jetzt ins Nachbarhaus. Warte. Okay. Ich auch. Hey, da ist es nicht. Komm mal hoch. Die Treppe. Ich komme. Ah, bist du noch eine Etage? Bist du noch eine Etage höher schon? Warte. Wo bist du denn? Sehe ich gerade gar nicht. Da bist du. Hallo. Hallo. Runter. Runter. Hi, Süßer. Hier ist das Schlafzimmer. Gefällt dir das so? Ja. Oder soll das Bettchen woanders hin? Das soll so bleiben. Hat er gedacht, dass wir hier vier Bücherregale drunter packen hier? Da vier und da auch vier, so als Deko. Wollt ihr hier rein? Ja, hier. Ja, hier, wo ich stehe. 2x2. Ja, insgesamt auf der Seite auch, oder? Ja, können wir machen. Da muss ich Kühe kräften, dass ich Leder kriege. Warte, Bücherregal. Muss ich gucken, wie das immer geht. Mit Büchern? Das ist mir klar. Achso, dann bin ich ja beruhigt. Okay, drei Bücher brauchst du dafür. Ich muss mal kurz noch auf den Plan gucken. Da ist auch noch so ein Balken noch mal drin, den muss ich auch noch mal reinziehen, okay? Habe ich gerade keinen Balken da, weil ich kein Holz habe. Ich brauche Holz. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit hier lang gelaufen und jetzt habe ich kein Holz mehr. So, jetzt aber die richtige Ecke hier runtergehen, bevor es Bautz macht. Genau. Autsch. Wie gefällt dir die Lampe eigentlich hier im Flur? Klasse. Die lässt auch mal schöner stehen. Okay, ja, ich frage nur, wie sie dir gefällt. Ist ja gut. Alles gut, Spatzi. So, wir müssten noch ein paar Schornsteine übrig haben. Haben wir ja. Super. Den nehme ich schon mal mit. Was wollte ich dann jetzt noch mitnehmen? Was war denn das?
Ach, wenn ich ja nicht so vergesslich wäre, dann wüsste ich das ja. Ja, kann man die zwei machen, ein Stöckchen hier. Was wollte ich gerade noch mitnehmen? Hölzchen wollte ich mitnehmen. Eichenholz. Und tschüss. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Ach. So. Dann machen wir hier auch wieder ein bisschen weiter. Cool, toll. Da wühlt der andere schon wieder die Kisten durch. Ich bin bei mir in der Küche. Die Leiter lasse ich erstmal da zum Hochgehen, ne? Ich muss mal gucken, wie ich dann hier zur Rande komme. Ne, halt, das ist genau wieder verkehrt geworden. Oh Mann, ey, da kommen noch Stufen rein. Das baue ich nachher noch um, aber erstmal muss ich hier weiterkommen. Weil sonst wird das nichts. So, jetzt haben wir hier noch 4 Ziegelsteine. So, die sind jetzt auch weg, die Ziegelsteine. Gut. Ja, was heißt gut? Nicht gut. Brauchst du noch Ziegelsteine? Brauchst du noch Ziegelsteine? 18 Stück sind noch da. Ja, die werde ich noch brauchen, mein Schatz. Ja, jetzt habe ich dir 22 gemacht. Ist das in Ordnung? Vollkommen in Ordnung. Reicht das mal, ne? Ja, die werden zwar nicht reichen, aber erstmal reicht es. Ne, warte, mache ich dir noch welche. Die Blöcke, ne? Mhm. So. Wollen wir uns jetzt erstmal schlafen legen? Wird schon wieder Nacht hier. Also so Mäuse melken hier. Ich merke keine Mäuse, ist so anstrengend. Jetzt habe ich nur noch einen Stein von denen. Oh Mann, ey. Momentan geht es aber auch ganz schön rapide abwärts hier. Es wird dunkel. Ja, ich komme gleich. Ach, jetzt muss ich das Schlafzimmer wieder suchen. Dies wieder nicht. Aber die Lampe ist so schön. Oh. Jetzt arbeite ich im Dunkeln, wenn das die Dingsbums wieder sehen würde. Die Gewerbeaufsicht. Oh, weia. So, das haben wir da auch schon mal gemacht. Da habe ich ein Problem. Jetzt finde ich das Schlafzimmer nicht mehr. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin jetzt bei der Küche. Da bin ich ja jetzt ganz falsch, ne? Ins Dachgeschoss, bitte.
Ja, gucke mal. Flupp, bin im Bett. Ich habe ja meinen Kuschelstein dabei. Ich denke, du kuschelst hier mit deiner Frau und nicht mit irgendwelchen Steinchen und Hölzchen und sowas alles. Das ist doch witzig. So, ich muss mal kurz das da unten gehen. Die haben wir jetzt auch wieder. Gott sei Dank. Und weiter geht's. Halt Steinziegel. 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 25. Sehr gut. Meine. Ah. Die Ziegelstufen brauche ich, glaube ich, gar nicht. Die kannst du wieder wegnehmen. Die brauche ich nicht. Welche? Die Ziegelstufen? Hm, aber das ist man noch da. Wie kann man die denn? Kann man die auch umändern? Nein, ne? Doch, kann man. Das ist die Idee, genau. Das ist die Idee. Warte mal, warte mal, wie geht denn oder das? Oder kannst noch? Du aus zwei in einem Block wieder machen? Geht das? Geh ich gerade. Nee, kannst du nicht. Also, wie, man kann übereinander. Ah, hast du jetzt alle genommen? Okay. Warte mal, hier. Er packt sie wieder hier rein. Können wir mal was probieren? Brauchst du auch wieder Ziegelsteine, diese Blöcke? Ja, werde ich auch wieder brauchen. Aber noch nicht mal das Haupthaus fertig mit den Steinen soweit. Ja, verkehrt gesetzt, Stein. Gleich ein Stein, den Holzblock. Sieh hier mal. Oh. Ist auch verkehrt gesetzt. Wir machten so einen Piss. Oder ist der da schon so drauf? Ich sehe das so nicht. Der ist da so schon drauf. Okay. Gut zu wissen. Der ist da also schon so drauf. Okay. Jetzt nehmen wir diese Sache hier. So ein paar schöne. Akzente daran setzen. Und zack. Schön, gefällt mir. Der Schornstein wird immer noch sinnig sein. Das sehe ich so schon wieder. Sehr zinnig ist. Die Seite lassen wir jetzt so noch offen oder bauen wir da schon so weiter? Können ja eigentlich von hinten hier rüberlaufen. Uah. Ich habe hier so einen Schiss. Könnten jetzt schon mal. Ich mache jetzt. Nee, wir machen hier drei, vier Baustellen hier wieder gleichzeitig. Das ist nicht gut. Wir machen hier erstmal die Baustelle weiter. Setzen hier die Ziegelsteine dazwischen. So. Und setzen hier zwischen jetzt die Birkenholzstufen. Ich glaube, von innen werden wir das Dach auch noch verkleiden. Was hältst du davon? Mit Holz verkleiden von innen das Dach? Könnte man auch machen, ja. Schönen Holz. Wäre doch was, oder? Ja.
einfach wieder das Problem hier, wenn wir eine Stufe setzten. Wieder zu weit. Zack. Auch wieder zu weit. Zack. Zack. So. Oh, die ist natürlich wieder verkehrt, die Stufe. Ah ja, klar. Ah, wir wollen ja noch duschen, ne, oder? Ja, wenn nicht, müssen wir morgen duschen. Nö, wir duschen heute noch. Ja, wir haben jetzt gleich schon 10:30, ne? Nur so nebenbei, ne? Ja, du wolltest länger machen. Ja, wir duschen jetzt auch. Wir hören jetzt auch gleich auf. Wenn ich gleich wiederkomme, hören wir auf. Okay. Noch gar nicht, wie lange wir den Stream überhaupt bisher gerade machen, ey. Geht bestimmt ganz schön lange. Ich dann morgen nach dem Frühstück erstmal hochladen bei YouTube. Es könnte sein, dass das unser längster Stream ist. Möglich. Jetzt habe ich auch keine Ziegelsteintreppen mehr. Ein Großteil des Daches ist mittlerweile auch schon fertig. In Betracht der Lage sollten wir vielleicht einen Schornstein noch ein bisschen höher bauen. So. Ist keine falsche Taste, weil sonst kommt nämlich keiner mehr zu Besuch. Autsch, was meine ich damit? Und die Seite kann ich jetzt noch nicht bauen. Ein Großteil ist zu, das ist schön. Dann gehen wir jetzt hier mal runter. So ganz schnell. Für diese Reihe nehmen, bauen wir jetzt auch noch ein bisschen. So, weil es zu ist. Das sieht schön aus, das gefällt mir. Ich muss noch ein Fenster rein. Zack, Fenster ist drin. Da sind Hölzchen wieder. Dann brauchen wir wieder Hölzchen, brauchen wir dann wieder. Ja. Kommen wir jetzt nach Hause und können wir auch aufhören, ja? Ja, ich brauche noch Hölzchen, brauche ich auch nochmal. Was brauchen wir für Hölzchen? Eichenholz hole ich. Ich hole es mir. So, weiter den Schornstein. Eichenhölzchen, sagst du, ne? Mhm.
geht's eigentlich runter? Ach, hier geht's runter. Ach, das Nebengebäude müssen wir auch noch. Da brauchen wir aber noch was an Ziegelstein. Jetzt komme ich hier nicht runter, die Leiter hier nicht runter. Ey, ich krieg die. Krieg hier bald die Motten hier, ey. Jetzt habe ich den Glowstone kaputt gemacht. Scheiße. Okay. Kann man für auch irgendwie selber machen. Glowstone. Ja, kriegt man mit 4 Glowstone Staub. Kriegt man das hin. Na gut. Ich wollte doch nur so ein bisschen hier Licht machen. Zur Sicherheit. Hier haben wir genug Licht in unserem Schlafzimmer? Ja. Es ist nicht mehr komplett zugebaut. Na, ist egal. So. Irgendwas wollte ich gerade noch bauen, wenn ich jetzt nur wüsste, was das gerade ist. Ach Gott, komm her. Zack. Was wollte ich denn gerade noch brauchen? Was war das denn? Hölzchen brauchen wir. So, was meinst du? Wollen wir... Ja, wir hören für heute auf. Okay. Meine ich Güte. Okay, liebe Freunde. Das war heute ein verdammt langer Stream, glaube ich. Ich kann ja kurz mal gucken. Boah, wir haben 3 Stunden 10. Ich denke, das reicht. Wir werden noch eine ganze Menge Ziegelsteinstufen brauchen. Die Ziegelsteintreppen. Das Haupthaus ist fast fertig. Innerlich hat schon begonnen. Ja, und den Rest machen wir in die Tage. Ich denke mal, vielleicht am Mittwoch spätestens der nächste Stream. Oder, Fächer? Ja, würde ich sagen. Okay. Dann sage ich Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.